Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von SFS Colony. Willkommen zurück. Heute bauen wir wieder an unserer Asteroidenbasis weiter. Wieder mit unserer Avalon 4B 130 Tonnen Variante und wieder mit einigem Treibstoff. Damit werden wir dann die Treibstofftanks, die bereits in der letzten Folge quasi aufgebaut wurden, weiter aufgefüllt werden können. In der Nutzlastverkleidung haben wir etwas sehr Großes. Es ist einfach so groß wie die Rakete selber. Ja? Ich kriege das nicht mal alles in ein Bild rein, aber ihr könnt sehen, da ist eine ganze Menge drin. Und tatsächlich ist es eher breit als hoch, aber ich muss es halt einfach aufteilen. Ihr erkennt es wahrscheinlich nicht, im Thumbnail habt ihr es ja schon gesehen, später im Video seht ihr es auch nochmal. Das ist eine Raffinerie. Ja? Also wir haben hier auf jeden Fall einiges an Baumaterial, was wir dann im Asteroiden abbauen werden und hier dann in dieser Raffinerie verarbeiten werden. Hier zum Beispiel irgendwie so ein Silo für das Erz, was wir abgebaut haben, mit irgendwie so zwei Rohren, die dann da in die Raffinerie reinführen. Und das ist hier dann quasi der Hauptteil der Raffinerie, wo das Ganze verarbeitet wird. Hier drüben haben wir einen weiteren Transformator, damit das Ganze genügend mit Strom versorgt wird. Und hier oben haben wir irgendwie so einen Schornstein oder so. Ja, da habe ich jetzt nicht so viel Mühe gegeben, aber es ist ziemlich, ziemlich groß. Und wenn man das nochmal umklappt, ihr seht, das schaut ja auch so ein bisschen raus. Aber keine Sorge, das wird gleich direkt wieder entfernt, diese drei Separatoren. Wir brauchen es einfach nur, damit der andere Separator hier in der Mitte halt diese Form bekommt. Ja, damit sich das mit denen dann verbinden kann, wenn wir das einfach zusammenfügen. Also, genug geplaudert, los geht's.
Und da haben wir es. Ihr habt es gerade gesehen. Das war Katastrophe. Wir sind gerade noch so gelandet, ja, mit 0,5%. Aber hier ist einiges schiefgegangen. Beide Landebeine sind weggebrannt. Dieses eine Triebwerk hier ist weggebrannt. Dadurch, dass hier dieses Triebwerk noch ist, war der Schub auch noch ungleichmäßig verteilt. War sehr schwierig, aber hey, ich habe es hinbekommen, also alles in Ordnung, ja. Wenn wir ein Triebwerk, zwei Landebeine verlieren, das ist nicht so schlimm, wie wenn wir die gesamte Rakete verlieren. Hier haben wir die andere zweite Stufe auch 0,5%. Da ist allerdings nichts kaputt gegangen. Ja, hier haben wir auch die erste Stufe 3,4%. Da hat auch alles ganz gut geklappt. Und hier beim zweiten Flug. Ja, da ist der Treibstofftank übrig geblieben und ein bisschen zusätzlich, aber da ist ziemlich viel kaputt gegangen. Ich hatte einfach zu wenig Schub. Ja, also kann ich nicht viel mehr daran ändern. Egal, die eigentliche Mission ist ja an sich erfolgreich gewesen. Das heißt, die können wir hier alle einsammeln. Und da sind eine Menge Erfolge bei rumgekommen. Wie ihr sehen könnt, das ist eine Menge. Vor allem auf der Oberfläche des eingefangenen Asteroiden angedockt. Das ist natürlich eine ganze Menge. Das passiert ja einfach mehrmals. Ja, dann können wir das auch einsammeln. Ja, da ist natürlich nicht so viel. Und das können wir auch noch einsammeln. Genau. Und dann gehen wir einmal raus zum eingefangenen Asteroiden und schauen uns an, was wir da Hübsches aufgebaut haben. Dazu gehen wir hier zum mittleren Fundament, so rum. Und dann haben wir hier schön einiges an Treibstoff. Ich glaube, ich habe an sich alles schon rübergebracht. Genau. Ihr habt es vielleicht schon gesehen. Hier, der Tank ist inzwischen voll. Der Tank ist ein Drittel voll und alle anderen sind halt noch leer. Aber auf jeden Fall haben wir hier einiges an Treibstoff hingebracht. Das heißt, zukünftige Missionen, die dann von hier aus quasi starten würden, hätten dann einen deutlichen Vorsprung. Die müssen deutlich weniger Treibstoff mit sich führen. Jedenfalls, wir haben jetzt hier die beiden, ja, Raffinerien und damit können wir dann, sobald wir Bohrer haben, die auch in Treibstoff oder andere Metalle quasi umwandeln. Ich finde das Design natürlich ist ganz in Ordnung, ist ganz schön eigentlich. Ja, das ist natürlich noch so ein bisschen eine Baustelle mit den ganzen Treibstofftanks rechts und links. Da werde ich halt noch irgendwie Lager hinzufügen für Erz oder so. Halt ähnlich wie hier, das einfach nochmal vielleicht ein bisschen größer, ja. So, also, das wäre es dann im Grunde. Das wäre es mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!